Das ist der Pool. So sieht er jetzt aus. Eine Bibliothek. Eine Bibliothek, wo man sich das Wasser dazu vorstellen kann, wenn man denn will. Zuerst einmal, das erste, was wir heute tun werden, wir schauen uns mal das Filmzimmer an. Weil Fernsehzimmer will ich es nicht nennen, aus dem einfachen Grund, weil ich schaue nie fern. Ich schaue mir nur die Sachen von den Streamingdiensten an, Netflix, Sky, HBO etc., aber nie im Leben Fernsehen. Nicht mal Nachrichten. Wie die gesamte Bibliothek sind auch die Filme, DVDs und Blu-rays und 4Ks geordnet nach Alphabet und nach Regisseuren. Das heißt also, ich habe vor ungefähr 10 Jahren angefangen, getreu meiner Leidenschaft, die mit 10 Jahren mit Psycho von Alfred Hitchcock und dem 7. Siegel von Ingmar Bergman begann, dem Leidenschaft für Film, eine Filmbibliothek aufzubauen. Filmbibliothek aufbauen wirkt so, als würde man Filme sammeln. So wie man Bücher sammelt. Ich sammle Bücher nicht, ich lese sie. Das war jetzt klar, oder? Gut. Also es ist alles alphabetisch geordnet nach Regisseuren. Ob das nun Werner Herzog ist oder der gesamte Alfred Hitchcock, dabei oftmals in mehreren Ausgaben, zuerst kauft man sie sich auf DVD, als es noch keine Blu-Rays gab, dann hat man sie auf Blu-Ray, wie North by Northwest zum Beispiel, einer meiner Lieblingsfilme und so weiter und so fort. Den gesamten Coppola, und das ist was Lustiges, auch hier herrscht, wie bei der Bibliothek selbst, immer der Drang vor, alles gesehen zu haben, von einer Regisseuse oder einem Regisseur. Das gilt für Ingmar Bergman, das gilt für Karin Kusama. Hier haben wir alles an Fernsehserien. Bevor Streamingdienste aufkamen, hier würde ich als die wichtigsten nennen The Americans, Breaking Bad, Mad Men natürlich. Deadwood wäre ganz gut gewesen, wenn es fertig geworden wäre, was es nie wirklich wurde. Natürlich Game of Thrones. Ich würde auch Homeland dazu zählen. Der großen Claire Danes und dann natürlich die Sopranos und am Schluss als vielleicht das Größte, was jemals da war, nämlich The Wire. Hier unten befinden sich die Bücher über Filme. Und hier kommen die ganzen Zusätze. Das heißt, das sind Filme, die ich nicht mehr da reinkriege. Dementsprechend habe ich mir ein System einfallen lassen, das sehr wenig kostet und zugleich am einfachsten ist. Es ist einfach, in der Schweiz nennt man das Haras, das sind einfach so Obstkästen, Kästen, wo man Obst hineingibt. Und das sind die 4K-Videos. Gott, die 4K-Fassung des Christopher Nolan zum Beispiel, mit dem ich mich immer noch ein bisschen anfreunden muss. Oder das Gesamtwerk von Jean-Luc Godard, das Gesamtwerk von Luis Buñuel. Das war das Filmzimmer. Aus. Das ist das Arbeitszimmer. Nun, im Arbeitszimmer hat sich hier einiges getan seit dem letzten Mal, seitdem wir ein ungeheures Chaos hatten. Ich habe nämlich alles aufgeräumt.
Der Niederschrift der Verschwörung der Krähen, die eine lange Promotion-Phase hinter sich hatte. Das heißt also Werbung für das Buch, viele Buchhandlungsauftritte in Leipzig und jetzt bald auch in Zürich, ist es so, dass ich alles umräumen musste, weil es immer so ist, dass die Bücher, die für vor allem an Sekundärliteratur natürlich, also an, wie man es anders nennen können, Quellen historischer Natur, Bücher, die ich also als Quellen verwende für ein Werk, dass ich das dann um mich haben, dass ich die dann um mich haben will. Und so hat sich das jetzt verändert, sodass also das Ganze hier in einem Kreis rund gestaltet ist, eine Logik, die nur ich noch selbst verstehe, also nur noch ich selbst. Man muss sich etwas merken, einen Merksatz. Es ist nicht wichtig, dass man jedes Buch gelesen hat, wobei das wäre natürlich sehr klug. Wichtig ist aber, wo man etwas zu finden, wo man etwas findet. Man muss es also finden. Ich muss immer im Kopf behalten, okay, wenn ich also etwas Wichtiges an Detail brauche, weiß ich, wo ich es finde. Und das lässt sich natürlich über das Internet lösen, aber das Internet ist keine Bibliothek in dem Sinn, dass du Details, wichtige Details, meistens in Büchern findest und nicht nur im Internet. Ist vom Schreibtisch her nichts Besonderes. Ansonsten aber ist es voller Nachschlagewerke. Das beim Kinderlexikon beginnt und zwar in der alten Fassung wie in der neuen. Die beiden zusammen, der Brockhaus, der immer noch die wichtigste Nachschlagequelle für mich ist, obwohl er von 1997 stammt. Das ist das letzte Mal, als der Brockhaus herauskam. Jetzt gibt es ihn nur noch online. Die Werke von Doris Lessing, und zwar die Gesamtausgabe. Die Werke von Charles Dickens, die habe ich in zweifacher Form. Das ist die deutsche Fassung des Winkler Verlags. Darüber gesammelte Werke von Ernst Weising, ein Schriftsteller, den kaum jemand mehr kennt. Besonders sein letztes Buch. Ich habe vergessen, wie es heißt jetzt gerade. Also mein Gedächtnis ist nicht das Beste. Ja, Augenzeuge, genau. Handelt von einem Psychiater, der nach dem Ersten Weltkrieg Hitler diagnostiziert. Mehr verrate ich nicht. Selber lesen, grandios. Wundervoll, dann Franz Werfel. Das Gesamtwerk Theodor Fontanes in der großen Brandenburger Ausgabe mit Zusätzen. Dann darunter meine Lieblingsautorin oder eine meiner Lieblingsautorinnen, Olga Tokarczuk, darunter der vielleicht für mich bedeutendste Schweizer Schriftsteller, nämlich Konrad Ferdinand Meyer. Dann das Lexikon des deutschen Aberglaubens, eine ganz wichtige Quelle. Das ist ein Buch, das noch ein bisschen auch antisemitisch war, zugleich aber voller Ideen. Gut, okay. Was wir vor Hunderten von Jahren dachten über die Welt. Das war für die Verschwörung der Krähen zum Beispiel wichtig, weil es da um die Krähensymbolik geht. Und da kannst du natürlich weiter und immer weiter gehen. Du beginnst beim Krähenvogel, gehst dann zum Raben über und so weiter. Und alles bedeutete was. Die Krähe war ja in vielerlei Hinsicht symbolisch. Die meisten von euch wissen das selbst. Eine lange Reihe einer Thriller-Autoren-Lieblinge, Eric Ambler, die Bibel in den hundertsten Ausführungen lustigerweise neben der Bibel gleich steht natürlich die Blechtrommel. Es war in einer Ausgabe, in der Taschenbuchausgabe, DTV, ganz einfach, die ich auch immer noch empfehlen kann. Und hier ist es ganz lustig, hier muss ich schnell eine Geschichte dazu erzählen. Also das sieht dann so aus. Das Buch habe ich im Ganzen natürlich mehrfach gelesen, ja, sicherlich sechsmal. Es ist einer meiner wichtigsten Bücher überhaupt meines Lebens, das Buch meines Lebens, seit meinem 12. Lebensjahr, so ungefähr. Jetzt sollte ich was zugeben. Ich bilde mir nicht ein, die Blechtrommel damals, als ich 12 Jahre alt war, verstanden zu haben, ganz im Gegenteil. Ich habe viel davon überhaupt nicht kapiert. Aber was ich daran kapiert habe, das war der Sound. Das waren die Bilder. Das war
der Erzählwelle. Und ich glaube, das ist etwas, was mich am meisten geprägt hat und was auch die meisten anderen Menschen, wenn sie nicht angeekelt von ihm sind, was ja viele Leute glauben sein zu müssen, prägen wird und faszinieren wird. Grass ist vielleicht der anschaulichste und größte Schriftsteller nach 1945 und der bedeutendste Schriftsteller des 20. Jahrhunderts neben Thomas Mann. Die vielen Post-its, die da immer drin sind, da fragt man mich immer, was das soll. Da gebe ich, weil ich nicht immer auf Notizblöcken arbeiten kann und will, da gebe ich immer meine Anmerkungen rein. Also was mir dabei auffällt, Sätze, die mir besonders gut gefallen, neben den Anstreichungen. Ja, das, so kann das dann aussehen, also einfach. Also es ist eine einfache Taschenbuchausgabe, die ich habe binden lassen müssen, weil sie einfach durch das viele Lesen auseinanderfiel. Als ich 2010 wegen einer schweren Operation im Spital war, hier in Zürich, war es so, dass ich wegen der schweren Operation eigentlich nicht viel zu lachen hatte. Und die Nachtwächter sozusagen, also die Nachtpfleger, die haben mal zu mir gesagt, die Tagesschwestern fragen die ganze Zeit im Spital, auf der Station, da gibt es auf Z35A einen Typen, der lacht die ganze Zeit, obwohl er überhaupt nichts zu lachen hat. Und dann fragten die Nachtpfleger mich, ja, haben Sie denn was zu lachen? Und warum lachen Sie denn dann so viel und so komisch und auch ein bisschen lästig? Und ich sagte, ich lese die Blechtrommel von Günter Grass. Darauf antworten sie, was ist das? Und dann erzählte ich ihnen von der Blechtrommel. Dann erzählte ihnen die Geschichte von dem Typen, der nicht erwachsen werden will und darum irgendwann sein, stell euch mal vor, man würde das heute versuchen zu verkaufen, nicht? Als Buchrezept. Also ich erzähle euch jetzt, was in dem Buch ich schreibe. Naja, da gibt es also einen Typen, der stellt im Jahre irgendwann, stellt er mit 3, 4 Jahren oder was auch immer, ich weiß es nicht mehr, ich habe zu viele Bücher im Kopf, das Wachsen ein, indem es sich einfach irgendwo runterfallen lässt, die Keller drüber macht seinen Vater dafür verantwortlich und so weiter. Und er lebt von der sogenannten Tischkantenperspektive aus, ja, erlebt er dann die ganze Geschichte und beginnt dann irgendwann wieder am Schluss des Tages, beschließt er dann wieder ein bisschen zu wachsen. Und stell euch das mal als Geschichte vor. Dieses Buch ist das lustigste Buch, das ich glaube ich kenne. Ja, es ist das komischste Buch. Und das Sinnlichste. Meine Leserin hat mal gesagt, kein einziger Gedanke ist darin. Kein einziger gerader, cooler Gedanke. Der Grass kann nicht denken. Genau. Ist genau. Sie hat das natürlich negativ gemeint. Das ist genau der Punkt. Der Mann kann nicht denken, das kann schon sein. Aber der Mann kann schreiben, wenn man. Der hat mehr Sinne als wir alle zusammen. Auch den 6. und den 7. und den 8. So. Neben der Bibel. Der Rest gibt Aufschluss nur über meine Arbeitsentwicklung. Das ist nicht unwichtig, wenn man so den Überblick darüber behält, was man in seinem Leben so getrieben hat, was man geschrieben hat und kommt sich dann nicht ganz so überflüssig vor. Es gibt ein Zeitungsarchiv, es gibt die Cahiers. Die Cahiers, da gebe ich meine ganzen Arbeitsnotizen hinein, die Recherchen während der Arbeit an einem Werk, auch die sogenannten Rezensionen, also Kritiken für Zeitungen, die ich über die Jahre geschrieben habe. Bei mir ist es so, dass wenn ich eine Rezension, eine Kritik zu einem Buch schreibe, dann tue ich das immer, indem ich das Gesamtwerk eines Autors oder einer Autorin lese. Und das bedeutet dann, dass ich, wie zum Beispiel bei Dennis Johnson, um ein Beispiel zu nennen, das Gesamtwerk von Dennis Johnson gelesen habe, für eine Rezension von Tree of Smoke, ein gerader Rauch auf Deutsch. Und das nimmt dann eben so an die, ja, 40 Seiten Cahier in Anspruch. Und dann habe ich das Gesamtwerk von ihm gelesen und so erst kann ich das Werk, sein Hauptwerk, Tree of Smoke, ein gerader Rauch, überhaupt beurteilen. Das ich dann aber gar nicht beurteilen werde, sondern ich werde einfach versuchen, dem Autor gerecht zu werden, mich von eben vor ihm
für sein Geschenk, das er mir gemacht hat, zu verbeugen. Denn dazu ist am Schluss des Tages das Rezensentenwesen da. Wenn nicht, ist es nichts wert. Arbeitszimmer aus. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Where is my... Das ist das Dachzimmer. Das Dachzimmer ist, wie alles andere auch, nicht nur alphabetisch geordnet nach Autoren, sondern es ist immer noch vom Arbeitszimmer herkommend der Sekundärbereich. Sekundär heißt nicht, es wäre unwichtiger, sondern es heißt nur, es handelt sich dabei um Autoren über etwas, also Geschichtswerke, Sachbücher auf Deutsch, die sich stark auf die Weltgeschichte und auf Autoren hin ausrichten. Das kann ein beispielsweise, das hier ist nur Werke über Gabriel García Márquez, Autor von 100 Jahre Einsamkeit, Chronik eines angekündigten Todes und die Liebe in den Zeiten der Cholera. Wir haben auch jemanden, den manche Leute ganz besonders mögen. Wir haben sehr, sehr viel über Franz Kafka. Wir haben sogar das hier, das ich inzwischen auch durchgekriegt habe. Das wird durch Viktor Klemperers Tagebücher, dem Antifaschisten, abgemildert, sowie durch einen anderen vermutlichen Antifaschisten, nämlich Paul McCartney's Lyrics, sowie durch Sebastian Haffner. In dieser Nachbarschaft hätte der Herr sich nicht sonderlich wohl gefühlt, die anderen auch nicht. Aber für mich ergeben sie eine Art Ruhe in diesem Raum hier. Das hier, alles hier ist nur über Wladimir Nabokov, dem, wie ihr alle wisst, wahrscheinlich wichtigsten Schriftsteller für mich. Und hier auf der rechten Seite befindet sich das Gesamtwerk Friedrich Nietzsches. Manche haben mich dafür kritisiert. Ich würde Nietzsche immer kritisieren. Falsch verstanden. Ich kritisiere Nietzsche überhaupt nicht. Ich versuche ihn zu verstehen. Ich habe auch sehr viel von ihm gelernt. Er macht mich sehr produktiv, wie man das heute nennt. Ist keine Frage. Hier ist ja, das ist vor allem über einer der wichtigsten Autoren überhaupt, nämlich George Orwell. Und hier unten haben wir alles über, was man kriegen kann zur Zeit, über Sir Salman Rushdie. Man hat mich gefragt, was ich von dem Angriff auf Rushdie halte. Und ich kann noch einmal wiederholen und betonen, dass der Angriff auf Rushdie ein Angriff auf den Kanal ist, auf die Literatur und auf mich persönlich. Und ich habe das sehr persönlich genommen. Ich konnte darum auch kein Video darüber machen. Als ich davon gehört habe, bin ich in Tränen ausgebrochen. Das war jetzt das Dachzimmer. Das Filmzimmer ist hier, das Arbeitszimmer ist hier. Hier befindet sich das Nabokov-Regal. Das hat einen Anfang gut. Das steht nicht da zum Schmuck, wenn es auch gut aussieht, meines Erachtens, sondern das ist nichts anderes, als ihn zu isolieren von den anderen Autoren und um weiterzukommen. Nabokov in allen wichtigen Ausgaben, die es gibt. Das heißt also in der Vintage International Edition, in der Edition der Library of America, man kann das immer daran erkennen, an dieser Bauchbinde sozusagen, sowie den gesammelten Werken Nabokovs auf Deutsch, herausgegeben von Dieter Etzimer bei Rowohlt. Der besten Ausgabe auf Deutsch, interessanterweise, die Nabokov je erfahren hat. Erstausgaben wie die Ausgabe von Ada,
Natürlich. Auch um aus ihr damals, als ich hauptsächlich wissenschaftlich, literaturwissenschaftlich tätig war, daraus zitieren zu können. Hier gibt es keine neuen Bände, die zu berücksichtigen wären, aber für Fans, für Leute, die wirklich interessiert sind, Nabokov zu lesen, möchte ich doch noch eine Empfehlung abgeben. Das ist die Annotated Lolita. Sie sieht jetzt genauso aus. Das ist die neueste Ausgabe. Ich habe sie mir, ich gebe es zu, obwohl ich eigentlich schon eine Ausgabe besitze, im Urlaub, weil mir das Buch einfach gefehlt hat, habe ich sie einfach mir schicken lassen. Und es ist wirklich ein Werk, ja, ich kann nicht anders sagen, es ist einfach unglaublich. Die Videos dazu gibt es hier auf dem Kanal. Aber die Annotated Lolita hat den Vorteil, dass sie annotated ist. Das heißt, sie ist genauestens kommentiert. Man muss die Kommentare ja nicht lesen, sage ich dann immer. Aber es ist wahnsinnig toll, es zu lesen. Denn Nabokov hat etwas getan, was einfach zu wenig klar wird in den vielen Äußerungen über den Roman. Er hat auch eine kleine Sozialgeschichte der Vereinigten Staaten der 50er und eigentlich angehenden 60er Jahre geschrieben. Das hat er bewusst getan. Und aus dem heraus, auch aus dem Fall Sally Horner heraus, ist dieses Buch ja entstanden. Das sollte man nie vergessen. Und dieses Buch gibt auch darüber Auskunft. Es gibt darüber Auskunft über die Geschichte, die Lolita seit ja, der Zeit der Veröffentlichung 55, 59 erfahren hat. Es ist eine grandiose Ausgabe. So, und jetzt hinab. And your head will collapse. And there's nothing in it, and you'll ask yourself. Ja, ist sozusagen schon mal das Untergeschoss, das Keller. Wir nennen es einfach Halle, weil es ziemlich groß ist. Das ist der Raum, in dem die Sekundärliteratur, das heißt die Sachbuchliteratur, aufhört. Und hier beginnt nun alles Primäre, Autorinnen und Autoren. Ja, es kann nicht so weit gehen. Das ist Jane Austen. In allen möglichen verschiedenen Ausgaben. Es ist ja immer ein Problem, das kennt ihr ja. Was ist die beste Ausgabe? Ja, oder? Also, wo finde ich die, was ist die beste? Inzwischen hat sich die Jane Austen-Literatur glücklicherweise, sagen wir mal, die vor allem Jane Austen-Forscher entschieden dazu, wirklich gültige Ausgaben zu machen, und die nennt man einfach The Annotated Jane Austen. Ihr müsst das einfach nur im Computer eingeben, also googeln. Es ist überhaupt kein Problem. Und dann findet ihr das. Hier haben wir den gesamten Paul Auster. Das letzte Werk übrigens über Crane habe ich oben stehen. Das habe ich auch schon gelesen. Das ist ein wunderbares Buch über Stephen Crane. In Deutschland oder im deutschen Land kein Schwein kennt. Dasselbe gilt ja überhaupt für generell alle Ausgaben, nicht? Was ist die wichtigste Ausgabe? Was ist die wichtigste Ausgabe von Dante Alighieris, Göttlicher Komödie? Ja, keine Ahnung, Kinder. Also das weiß ich nicht. Zumal ich mir immer noch mit diesem Werk etwas schwer tue. Daneben gibt es immer so Abschnitte. Das heißt also, ich habe eine Weltgeschichte in 33 Romanen. Für die Weltgeschichte in 33 Romanen, für dieses Buch, habe ich zum Beispiel ein Kapitel gehabt, da ging es um Vermeer, den Maler Vermeer. Na gut, dann gibt es eben ein eigenes Regal über Vermeer. Über die Malerei, die Filme, die über ihn gedreht worden sind. Es gibt sogar den gar nicht so schlechten Roman von Tracy Chevalier, oder Chevalier, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Das Mädchen mit dem Perlenohrring. Vermeer ist noch sekundär, das geht bis rüber zu Z, und Osten ist hier unten. Dementsprechend ergibt sich das. Das ist eine sehr lange Reihe. Das Gesamtwerk von Thomas Bernhard, das Gesamtwerk von Byron, ja, das Gesamtwerk der Bronte Sisters nimmt das alles ein. Das ist alles das Gesamtwerk von den Brontes. In allen möglichen Ausgaben und natürlich mit Sekundärliteratur. Nehmen wir das mal her. Das heißt, Shaggy Muses. Ich habe mich damit beschäftigt, Spinner, der ich bin. Shaggy Muses, das sind Hunde.
Welche Hunde waren wichtig für Virginia Woolf, Emily Dickinson, Edith Wharton und Emily Bronte? Weil ich für das Emily Bronte-Kapitel in das Buch der Bücher über die Insel für dieses Kapitel einfach die Beziehung zwischen ihr und ihrem Hund herausfinden wollte. Ist da drin. Na gut, also gibt es ein Buch dazu. Und so weiter. Manche werden sich jetzt wiederum belächeln, dass es Dan Brown hier gibt. Das sollte man nicht belächeln, sondern man sollte von ihm lernen, wie man Spannung aufbauen kann. Den gesamten Mikhail Bulgakov, den gesamten Paul Bowles, sehr, sehr, sehr viel über David Bowie. Ja, dann haben wir noch etwas ganz Besonderes. Hier ist das Gesamtwerk des heute wenig geschätzten Heinrich Böll. Neben Bolaño, natürlich. Dann das Gesamtwerk von Saul Bellow, einer meiner absoluten Lieblingsschriftsteller, über den ich wahrscheinlich in meinem Leben lang hier ein Video machen werde, weil es wahrscheinlich nur 10 Leute gibt im deutschsprachigen Raum, die sich überhaupt für ihn interessieren. Dennoch, hier liegen, sind auch alle Erstausgaben. Das ist also die Erstausgabe von Herzog, zum Beispiel, dem wahrscheinlich, naja, ob es sein bestes Buch ist, er hat so viele gute Bücher geschrieben, also mein Lieblingsbuch ist Humble's Gift. Das habe ich natürlich auch, das hier, das ist die Erstausgabe, die ist signiert von Saul Bellow. Ja, okay. Nun, und jetzt habe ich hier eine Lösung finden müssen, weil irgendwann wurden natürlich diese Sachen zu viel. Die Lösung war wieder diese Haras-Lösung, das heißt also die Lösung mit solchen Kästen, das ist billig, die kann man überall kaufen. Die stellt man einfach so übereinander und die halten interessanterweise auch. Und aus dem heraus entwickelt sich dann interessanterweise eine ganz neue Logik der, wie soll ich sagen, der Werkbiografie. Das ist alles, was ich muss jetzt sozusagen, nachdem ich alles alphabetisch geordnet habe, muss ich nun darauf schauen, wie ich das im Kopf behalte, wo was ist. Naja, für mich ist das am Schluss des Tages nicht ganz so schwer. Wir haben hier einfach alles, was ich für die Verschwörung der Krähen gelesen habe. Das ist Daniel Defoe und die Zeit Daniel Defoes. Das sind Biografien, Studien über London der damaligen Zeit. Beginnt bei Peter Aykroyds bestem Buch über London wahrscheinlich. Geht über Einzelbiografien, über die Sitten der Zeit, Secret History of Georgian London zum Beispiel, wo es um das Bordellwesen vor allem geht, hinunter über die Frage, was Krähen so treiben, bis ganz hinunter zu Queen Anne und deren Leben, wozu ich 4 Biografien gelesen habe. Das setzt sich hier fort. Hier hast du weiterhin ein Defoe-Regal. So, und hier musste ich dann irgendwo einen Weg schaffen, einfach Bücher, die dazu kamen, wie Bücher von und über Ingmar Bergman, der geliebten Anna Burns, der geliebten Annie Arnaud, die ich inzwischen als Gesamtwerk, zumindest auf Deutsch das Gesamtwerk, durchgearbeitet habe, irgendwo aufzufangen in diesem Bereich. So, hier haben wir das Gesamtwerk von Patricia Highsmith bis hier unten. Einer meiner großen, wichtigsten Vorbilder. Lovecraft! Die wichtigste Edition streiten sich alle. Auf Literatur ist alles, macht nichts. Hier das Gesamtwerk Jennifer Egan's. Ralph Ellison mit The Invisible Man. Alles von Umberto Eco, beginnend von hier bis hier. Dann habe ich Bob Dylan herausholen müssen. Das sind die CDs, die ich, manche mögen es mir verzeihen, manche werden mich dafür bejubeln, für Literatur ansehe, oder als Literatur ansehe. Hier habe ich Bob Dylan isolieren müssen, oder dürfen, was auch immer. Das sind verschiedene Fassungen. Das ist die Lyrics von Bob Dylan. Das ist eine Ausgabe, die man wahrscheinlich überhaupt nicht mehr bekommt.
Das ist eine Ausgabe, in der die Lyrics von ihm mit den Zusätzen, die er während seiner Konzerte gemacht hat, versehen sind. Das heißt, alle seine Variationen, seine Lyrics sind auch drauf. Das ist eine Ausgabe, die ich in Bombay bzw. Mumbai gekauft habe. In einem, ich gebe es zu, schwachen Moment. Aber das ist immer so. Aber man bereut es dann am Schluss nicht. Das ist immer noch die beste Ausgabe der Lyrics von Gedichte Bob Dylans, weil sie das Original haben und daneben dann die deutsche Übersetzung, die wunderbare Übersetzung. Hier kann ich nur noch sagen, dass dieses Buch von mir konsultiert wird, wie früher von anderen die Bibel konsultiert wurde. Alistair Gray, Lavelle. Und hier haben wir etwas versteckt. Alles, was über Bob Dylan geschrieben wurde. Nur bitte nicht alles. Weil inzwischen erscheint ja jedes Jahr mindestens zwei, drei Bücher über ihn. Also ich kann das nur für den deutschsprachigen Markt sagen, über den englischsprachigen Markt. Kann ich gar keine Aussage treffen. Way out in the water, see it swimming. Das, was wir behelfsmäßig das Bücherzimmer nennen, mit den Werken, den Gesamtwerken von genauso Kollegia Funke wie Max Frisch in drei verschiedenen gesammelten Werkeausgaben, Stephen Fry, Gosworthy, Gabriel García Márquez, Jean Genet, André Gide, dann der gesamte Goethe in der Hansa-Ausgabe mit allem an Sekundärliteratur dazu. Günter Grass wurde frei, dazu später mehr. Der gesamte Graham Greene ganz unten. Der gesamte David Grossmann. Der gesamte Hamsun. Der gesamte Peter Handke. Der gesamte Gerhard Hauptmann. Der gesamte Nathaniel Hawthorne. Der gesamte Hemingway. Der gesamte Hermann Hesse, der gesamte Wolfgang Hilbig, der gesamte E.T.A. Hoffmann in der Ausgabe des Deutschen Klassikerverlags, Homer natürlich, der gesamte John Irving, überhaupt alles immer gesamt, der gesamte Köppen, der gesamte Le Carré, der gesamte Arthur Machen, der gesamte Thomas Mann. So, das ist das. Das Gästezimmer, Ian McEwan hat neulich hier übernachtet. Gandhi sucht immer noch nach ihm. Geht aber lieb, für ihn. Ja. Das ist auch dann das Gesamtwerk von ihm. Das Gästezimmer, das Ian McEwan hier übernachtet hat, dafür kann ich jetzt nichts. Die gerade verstorbene, leider verstorbene Hilary Mantel. Mit den besten aller ihrer Bücher. Falken, das heißt Bring Up the Bodies. Wer also unbedingt was von Hilary Mantel lesen will, soll, muss, ich würde sagen muss, soll Falken lesen. Da wird nämlich der erste Band wieder aufgenommen und man versteht es dennoch. Es ist auch kürzer. Das ist aber nicht der Punkt, bitte. Der Punkt ist, es ist einfach ihr bestes Buch in meinen Augen. Aber das ist relativ, das wisst ihr alle selber. Auch hier sind Neuigkeiten hinzugekommen. Die befinden sich hier. Hier haben wir natürlich nicht das Gesamtwerk Terry Pratchett, weil das geht gar nicht. Aber soweit ich konnte, habe ich mir von Fans sagen lassen, welche ich lesen muss. Und hier sind sie. Darunter befindet sich Alan Moore, der wunderbare Comic-Strip-Autor, denn er will so selbst genannt werden und nicht anders. Und das Gesamtwerk ganz oben von Clemens J. Setz.
Naja, das Gesamtwerk. Fast alles. Und überhaupt befindet sich hier in diesem Raum alles von Proust, alles von Poe, alles von Remarque, alles von Joseph Roth, alles von Philip Roth, alles von J.K. Rowling, alles von Saroya Shalev, alles von William Shakespeare, alles von Georges Simenon, alles von Arno Schmidt, alles von Isaac Bashevis Singer, auch alles von Paul Simon, alles von Sadie Smith und alles in Erstausgaben, auch signiert von Edna O'Brien. Hier, ja, hier endet die Bibliothek fast. Wieder nur mit Gesamtwerken, die mit den Werken Stefan Zweig enden. Ist das okay für dich? Nein, nein. Du würdest sagen Juli C. Okay, also mit Juli C. Zweig kommt hier nicht vor. Doch, doch, es ist Zweig. Aber Juli C. hat hier einen ganz prominenten Platz. Warum habe ich das hier aussortiert? Naja, weil Autoren die Yarns geschrieben haben. Das heißt, für mich sind das Abenteuerromane, mit hohem Anspruch. Das ist dann Robert Louis Stevenson. Das gesamte Robert Louis Stevenson, allen möglichen Ausgaben mit der Tusitala Edition. Ganz am Ende und dann H.G. Wells. Daneben ist der großartige, neben Gandhi hier, der großartige, auch neuerdings in der wunderbaren Library of American Edition, der große Williams mit Stoner und Augustus und Butchers, Crossing. So, damit ist die Bibliothek, obwohl noch freie Plätze sind, aber die gelten ja immer wieder für diese Autoren, die Bibliothek im Grunde fertig. Platz ist nicht mehr viel, glaubt man manchmal. Das stimmt auch. Es ist zwar eben noch Platz, aber man muss immer die Bücher so verschieben, ne? Wenn man was Neues dazu gelesen hat und so weiter. Und darum musste ich mir was einfallen lassen. Und das war ganz einfach. Das Problem war, als wir dieses Haus bezogen, hatte der Verkäufer des Hauses, der Vorbesitzer also, einen Swimmingpool. Nur ziemlich klein, dennoch. Und wenn man einen Swimmingpool nun mal hat, dann sollte man ihn auch aktivieren, dachten wir. Okay, das haben wir gemacht. Das war nicht gerade so billig, aber er wurde dann doch, weil er auch klein ist, nicht so oft verwendet und weil unser lieber Freund hier, Gandhi, auch nicht ins Wasser gehen wollte, haben wir uns gesagt, oh Gott im Himmel, ich meine Wasser treten, das langweilt mich, das mache ich nicht. Und dementsprechend haben wir irgendwann mal, als wir zurückkehrten von einem längeren Aufenthalt, das Wasser des Pools vollkommen veralgt, also mit Algen grün vorgefunden. Und da dem so war, haben wir gesagt, so, jetzt schalten wir den Pool aus und nutzen es für was anderes. Das hatten wir davor auch schon vor, weil die aufgrund der Umwelt, der sogenannten Klimakrise, Klimakatastrophe wohl eher, als eine Frage für uns alle wird, was das Heizen angeht. Also das Erste, was man tut, ist, man schaltet den Pool aus, ist doch ganz klar. Dann schalten wir ihn aus. Und was machen wir denn damit? Das ist jetzt die Frage. Na, schauen wir mal. Naja, das ist der Pool. So sieht er jetzt aus. Eine Bibliothek. Eine Bibliothek, wo man sich das Wasser dazu vorstellen kann, wenn man denn will. Und was haben wir hier unten? Naja, Gesamtausgaben. Die Gesamtausgabe von Günter Grass. Hier alles von Grass und hier alles von Ernst Jünger. Damit beginnt es. Und ihr seht, hier wartet schon alles. Es gibt verschiedene Ausgaben der gesammelten Werke von Günter Grass. Das ist die neue, gültige Göttinger Ausgabe im Steidl Verlag. Sie ist nicht kommentiert. Das sage ich gleich.
das ist ein Problem. Also ehrlich gesagt, sie ist saugut, aber sie ist wunderschön gemacht. Wenn man diese Ästhetik des reinen Rot mag, wunderbar. Problem, nicht kommentiert. Während diese Ausgabe hier noch bei Luchterhand, hier in einer neuen, ganz frisch antiquarisch gestandenen Ausgabe, kommentiert ist, und zwar ausgezeichnet von Volker Neuhaus. Diese Ausgabe habt ihr hier nochmal aber gelesen. Es ist ungelesen, weil ich hoffe, noch so lange zu leben, Gras noch des Öfteren lesen zu dürfen. Passend zu diesem Ort, ihr kennt den Anfang, ich lese ihn dennoch, ich muss es, geht gar nicht anders. Nennt mich Ishmael. Ein paar Jahre ist sehr unwichtig, wie lange genau, da hatte ich wenig bis gar kein Geld im Beutel und an Land reizte mich nichts Besonderes. Und so dachte ich mir, ich wollte ein wenig herumsegeln und mir den westlichen Teil der Welt besehen. Das ist so meine Art, mir die Milzsucht zu vertreiben und den Kreislauf in Schwung zu bringen. Immer wenn ich merke, dass ich um den Mund herum grimmig werde, immer wenn in meiner Seele nasser, niesliger November herrscht und immer wenn ich merke, dass ich vor Sarglagern stehen bleibe und jedem Leichenzug hinterher trotte, der mir begegnet. Und besonders immer dann, wenn meine schwarze Galle so sehr überhand nimmt, dass nur starke moralische Grundsätze mich davon abhalten können, mit Vorsatz auf die Straße zu treten und den Leuten mit Bedacht die Hüte vom Kopf zu hauen, naja, dann ist es höchste Zeit für mich, sobald ich kann, auf See zu kommen. Das ist mein Ersatz für Pistole und Kugel. Mit einer stoischen Sentenz stürzt Cato sich in sein Schwert. Ich gehe still an Bord. Danke. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Where is mine? It's all.